Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockte Sims 4 und ich hoffe auf der einen oder anderen Art und Weise familienadäquat. Und ja, was soll ich sagen? Gestern hatten wir uns mit der Damenwelt in der sportlichen, gymnastischen Outfit-Accessoires da beschäftigt. Und heute sind die Herren dran. Und ich habe gedacht, ja, nehme ich mich mal als Opfer. Ja, manchmal ist es so, manchmal muss man auch Opfer geben. Und das bin ich dir gerade hier im Fall. Da ist das Opfer. So ein Opfer. Ja, und dazu würde ich mal sagen, gehen wir mal erstmal auf den Kopf, um zu schauen, ob wir natürlich auch hier was für den Kopf haben. Und wir haben tatsächlich Fitness männlich. Was für ein Kopf, das ist ja mal ein Ding, dass wir als fittlich männlich auch mal was im Kopf haben. Und der Rasterlocken, ich als Rost. Ach du Scheiße, sehe ich mit Rasterlocken aus. Alter Falter, das sind so Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Wie sieht denn das mit den anderen Farben aus? Da müsste ich natürlich auch irgendwie so eine andere Farbe machen. Yeah. Als New Hippie World oder sowas. New Hippie World. Weiß ich nicht, kann man... Das sieht so seltsam aus. Das sieht so seltsam aus. Ich kann es gar nicht beschreiben. Hier in Schneeweiß. Naja, so ganz schneeweiß ist das auch nicht. Ja, so als Rentner-Hippie. Yeah, super. Rentner-Hippie-Time. Ich kann ja mal kurz das hier einfach mal für die Objektvorstellung einfach mal anlassen. Die Rentner-Hippie-Time. Oh Gott, ey. So, dann haben wir natürlich auch hier Accessoires. Sehe ich gerade. Männlich. Dann gehen wir mal auf die Packs rauf. Ja, Fitness, da haben wir's. Ja, da ist gar nichts drin. Gar nichts drin. Männlich, ja. Mach mal weiblich mal weg. Okay, bei weiblich wäre auch ein Stück gewesen. Keine Ahnung, was wird denn hier? Ketten. Irgendwas ist da neu. Ach, bestimmt von den alten Paketen. Okay, gut. Dann gehen wir mal runter und jetzt kommen wir zu der Kleidung. Und in der Kleidung haben wir drin eine Oberbekleidung. Und da haben wir tatsächlich auch vier Objekte. Wir haben vier Objekte bei den Herren drin. Das ist ja Wahnsinn. Wieso haben wir denn mal bei den Herren auch so viel? Ist ja mal Hammer. Und zwar geil. Hammergeil. Und dann gehen wir einfach mal hier hinein. Und zwar mit großen Schnüren und hinten auch dieses, ja, dieses Symbol, wie wir bei der Beinmode der Damen hatten. Aber ein bisschen, ja, ein bisschen ranziger halt, so ein einfacher Print, wie nennt man Vintage Print? Jo, gut, dann gucken wir mal, was der Vintage Print kann. Einmal in Grö. Hoppala. Dann sieht das Ganze auch ein bisschen dunkler aus. Okay. Was haben wir denn da? In Red. Vorne mit diesen Musterungen drin, auch ein bisschen ranzig gehalten. Ja, also dieses Fitness-Teil würde ich mir unbedingt nicht so anziehen. Na jo, ist auch nicht ganz mein Stil, bin ich ganz ehrlich. Ah, hier ist es ohne Symbol hinten. Aber seht ihr hier diesen Verlauf da hinten, der so ein bisschen ranzig aussieht? Seht ihr das da? Das ist wiederum nett gemacht, muss ich sagen. Das ist, kann man nicht anders beschreiben. Mal sehen, ob ihr das bei einer anderen Farbe besser seht. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen dunkel, da sieht man das nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme... Doch, wenn ich den Mauszeiger rüberhalte, sieht man es eindeutig. Ja, da ist hier so ein bisschen dunklerer Fleck. Hier auch. Hier ist etwas heller gehalten, das müsste man sehen. Also, die Qualität dafür reicht eigentlich. Die 4000 Kilobyte. So, was haben wir denn da? Das sieht schon fast so Velour-Leder-farbemäßig aus, hä? Gut, was haben wir denn da? Okay, auch so hinten frei. Das ist mit hinten frei, okay. Ja, das wäre halt grau in rau mit meiner Haare dann so. Das passt schon so. Fieses Grün, oh, okay. Wenn jemand so ein Grün mag, bläulich, okay. So Kaminrot. Ein helles Rot. Hat ein bisschen von Rock... Survival, so mäßig, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Gut, okay, kommen wir zu dem nächsten Oberteil, dem hier.
Ach du Grüne, das sieht ja aus wie ein Weltraum-Outfit. Herzlich willkommen hier bei der Raumpatrouille Quantum. Ah, so ein bisschen was von Trainingscamp im Weltraum. Definitiv, war durch das Symbol hier so. Das sieht aus wie Trainingscamp im Weltraum. Ja, das ist irgendwie cool. Ja? Der Weltraum, unendliche Weiten. Ja, das sieht sogar echt interessant aus. Ja, sowas hier, das sieht doch schon fast echt interessant. Das wäre vielleicht sogar eine Trainingsklamotten-Alternative für den kommenden Winter, weil das Ding ja wieder ein bisschen dicker aussieht. Oh, das sieht auch nett aus, der bräunliche so. Hä? Mit den roten Innenstreifen an der Arme, okay. Ja. Das ist cool. Das ist schon eine Kombination, gefällt mir. Dann nochmal so, wäre auch möglich. Etwas mutiger. Mut. Mut zur Farbe. Haben wir da vielleicht eine peinliche Nummer manchmal hinten? Ich muss immer so gucken. Weil die Nummern bei den Damen haben ja doch ein bisschen, naja, knallig rot. Okay. Ja, das sieht wieder fast nach Star Trek aus. Und dann das Ganze in Green. Das Lustige ist, dass ich ja männlich-weiblich umschalten kann. Das könnte ich mir sogar bei den Damen vorstellen, das Teil. Warum auch nicht? Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Teil. Mit einer gewissen Asymmetrie drin. Finde ich ganz toll, dass die so langsam auch Richtung asymmetrische Mode gehen. Gefällt mir ganz gut. Ach du grüne Neune. Welcher Herr würde das bitte tragen? Bitte mal in die Kommentare, wer. Ach, das ist hier, das sehe ich hier gerade hinten. Das ist hier hinten sozusagen offen, als Lüftung. Seht ihr das? Hier diesen Abstufung da? Ja. Ja, aber die Farbe, da muss man sehr mutig sein. Das ist eine tolle Abstufung. Hier mit diesem dunkleren Feld hier. Hä? Macht was her. Ja. In Balü. Das sieht vom Material irgendwie genialer aus. Das hat was. Ja, auch das sieht super schön aus in der Farbe. Das Neon, nee, das geht nicht. Also für mich persönlich. Also kann ja sein, dass der eine sagt, ja, sieht toll aus, aber not for me. Was haben wir hier in Orange? Das geht sogar in der Farbe erstaunlicherweise. Ja, das war so sehr viel letztes Jahr, dass ich auch sehr viel mit Sandtönen gearbeitet habe. Und nochmal in Rot. Ja. Gut, jetzt wird es wieder bunter. Aha, also es gibt sowas ähnliches dann auch für Herren wie bei den Damen, wie wir sehen. Mit so ein Cap, so ein Mütze hier sozusagen oben dran. Hoodie, ja genau. Und hier Mixed Material, wo hier Sauerstoff reinkommt. So zur Lüftung, ja. Ja. Das ist halt ein bisschen so von Survival. So Survival-Weste. Survival-Weste in bunten Farben, damit die Zombies einen entdecken. Das ist so ein bisschen Uni. Das finde ich, möglicherweise, ich mag ja sehr viel in Uni oder Schwarz oder sonstiges. Aber das Ding ist direkterweise sogar wieder ein bisschen langweilig. Ja, das geht wieder ein bisschen besser, aber der schwarze Streifen ist zu plakativ. Das wäre schon wieder fast eine Möglichkeit. Ja, oder so. Ach, die Kappi ist ja auch mit diesem Netz, sehe ich gerade. Okay. Damit der Kopf auch ausdunsen kann. Das Ding geht sogar in Grün. Ja, ein bisschen krasses Grün, aber es geht. Ja, hä? Das wäre auch eine Möglichkeit. So, was haben wir denn da? Im Babyrosa. Ich glaube nicht. Definitiv. Also bei manchen Farben, da stelle ich mir echt die Frage, why? Hä? Ja. Weiß nicht. In Weiß geht der sogar. In Weiß geht der. Ja, typische Schwarz-Gelb komme ich. Schwarz-Weiß wollte ich schon mal sagen. Ja. Das geht. Ja, das geht wiederum. Gut.
Gehen wir mal hier zu diesem Space Outfit. Wenn ich die Unterteile mache, was nehmen wir denn da? Nehmen wir das hier, das war so ganz geil. So, dann gehen wir mal zu der Hosen. Der Hosen. Der männliches Superkleidungsstück. Pax. So, wollen wir mal sehen. Gehen wir mal hier in das Ding. Und da gibt es tatsächlich auch zwei Sachen. Was ist hier los? Gehen wir mal auf die kurze Sache der typischen Sporthose des Mannes. Mit so einem V hier in der Seite. Hä? Zweier Abstufung des Materials, innen so ein bisschen so und so. Jetzt gucke ich natürlich, ob die hier natürlich auch tolle Muster drin haben, ne? Bei den Damen war ja auch mit tollen Muster. Ich hoffe, bei den Herren gibt es auch was Musterliches. Den nennt man da mustergültig. Aber bis jetzt ist es eher so, ja, okay, die Kombination würde sogar direkterweise gehen, ne? Die Kombination würde sogar direkterweise gehen. Das Oberteil und das Unterteil passen super zusammen. In Uniblack. Uniblack. Ja, dann nochmal so weit. Das würde sogar auch noch gehen in der Kombination mit dem Oberteil gerade. Das würde sogar auch möglicherweise noch gehen. Rot wäre dann zu den Oberteilen ein bisschen krass. Da müsste man eine andere Farbe nehmen. Das würde direkterweise wieder gehen. Ja, das ist schon okay so. Was haben wir da? Einmal in Yellow. Yellow. Und jetzt kommt tatsächlich was mit Muster. Yes! Ja, lassen wir mal auf uns ein bisschen wirken. So, die Arsenale Balken. Von dunkel nach hell runtergleitend. Verlaufend. So, jetzt haben wir das richtige Wort. Die Hose selber auch vom Material. Abgestuft die Farbe von oben nach unten. Na. Dann das in so ein dunkel lila. Aubergine Black oben fast. So dunkel. Ja. Mitternachts der Himmel, wie man sagt. Auch das nochmal in Rot. Okay. Na, nicht sehr gewagtes Muster, aber es ist ein Muster drin. Hier mit dem V-Ausschnitt an der Seite, den Dreieckwinkel von einem weißen Dreieck sozusagen. Da hat das Symbol nochmal drin. Ja. Das ist ja extrem mutig bei den Herren jetzt gerade hier. Ich weiß nicht. Aha. Ein bisschen mutiger kann man schon sein, liebe Leute. Wartet mal, ich mach mal die Oberbekleidung mal weg. Aha, das sehe ich jetzt gerade, so wie ich hier gerade nochmal geguckt habe. Das ist so mit leichtem Gummizug. Lässt sich also bequem tragen. Das wollte ich gerade nochmal sehen. Ja, ja. Gut. Dann die andere Sporthose. Ist im Prinzip wie bei den Damen. Na? Ja, da sehen wir das. Heißt, hier oben mit so einem mit Kordelzug drin. Hier unten auch nochmal, dass das Hose nicht wegschlackert. Ja, und dann auch in den Farbverläufen. Ja, kann man so tragen. Auch, ja, was Helles dann nochmal. Und dann hier auch mal in den Auberginen. Ja. Marineblau. Grau, Türkis. Kaminorange. Ziegelorange. So, jetzt haben wir es nicht. Kaminorange. Ja. Der pinkere. Ja, für die mutigen Herren unter euch. Mhm. Ja, so ein. Fast so ein Kirschrot. Ja. Tolle Ding. So, dann gibt es Accessoires. Aha, auch da eine Sporthose. Dann muss ich die natürlich wegmachen. Dann brauchen wir die hier. Ja, die etwas engere Sporthose auch für Herren. Die haben es also mitbekommen. Hoch, die Herren hätten auch gerne mal eine engere Sporthose. Wir machen mal die Socken weg. Oh, irgendwie sehen meine Füße so groß aus. Hab ich so große Füße oder was ist da los? Ja, Real Life habe ich ja auch wirklich größere Füße. Ich sehe aus wie Bigfoot. Oh Gott, ich sehe aus wie Bigfoot. Das muss man sich mal überlegen. Gut, gucken wir uns auch mal da die Kombinationen an. Das scheint wie bei den Damen zu sein, hier mit den Streifen. Ne? Coole Sache. Finde ich gut, auch mit dem Wabenmuster. Yes, auch mit dem Wabenmuster. Mensch, das nennt man doch mal Mut, ne? Ey. Ja. Kann man so für sich stehen lassen, ne? Hab mir sowas ja auch mal gewünscht.
Ja, sieht passend aus, super. Jetzt muss ich nicht mehr selber hier so rumfriemeln und die Leggings von den Damen missbrauchen als Sporthose. Jetzt haben wir es offiziell. Ja, das ist ja mal ein Ding. Ja, seht ihr, ne? Ganz offiziell. Ne? Und dann auch noch mit so einem Mint-Grün dran. Ne? Das ist ja mein Ding. Ganz offiziell. Tja, gibt nämlich immer mehr Herren, die auch so tragen. Ja? Auch in Real Life. Also jetzt ja nicht mal so nur zum Sport, auch generell so. Ja? Männer haben dann auch coole Beine. Da können die Damen auch mal auf die Beine glotzen. Ne? Dann heißt das nicht die Beine von Dolores, sondern das heißt die Beine von Tim, von Georg oder von Hans und Wurst und Dieter Genscher. Ja, 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 da seht ihr das. Auch hier mit diesem Farbverlauf. Ja? Also von Grau, Farbverlauf. Grau ist ja keine Farbe genau genommen. Sie sind schwarz, weiß, grau. Es sind ja keine richtigen Farben. Das sind nur Lichtkomplettreflektierer oder Teilreflektierer. Ja, ihr versteht schon, was ich meine, der physikalisch betrachtet. Ja. So geht's. Wie heißt es so schön? Der passt. Der passt. Ja, und auch mal was Gewagteres. So in grün oder hier auch diesen Streifen nochmal. Ja? What? So, jetzt werde ich natürlich auch nochmal... Ne, Schuhe hatten wir jetzt, glaube ich, keine gehabt, weil Fitness doch tatsächlich haben wir. So, jetzt machen wir natürlich auch bei den Herren mal etwas Gewagtes. Wir machen mal was in Richtung, ihr seht schon, Accessoires. Da wollen wir mal hier gucken, was wir da hier hinkriegen. Wir sind mal ein bisschen mutig bei den Herren. Dann gucken wir natürlich auch bei den Oberteilen. Da würde ich mal sagen, dass wir dann sowas hier... Ne, da passt nicht die Farbe. Da haben wir nichts. Was haben wir denn da? Hier sowas. Ja, das wäre eine Kombination. Wobei, wartet mal. Können wir auch ein bisschen was bunten? Das wäre zu krass wieder. Hier eher sowas. Von vorne sieht aus, als hätte ich einen Bauch. Von der Seite ist es eher schlank. Durch die Haare sehe ich aus wie ein Hippie. Durch die Haare sehe ich aus wie ein Hippie. Kann man sagen, was man will? Was haben wir denn da noch sonst? Oh mein Gott, mal gucken, dass wir eine schöne Kombination hinkriegen. Oder ditte hier. Nee, das gefällt mir nicht so ganz. Eher so was hier. Das ist schon eher besser, ja. Ja. Ja, hier mit diesem Lüftungsteil hinten. Passt schon. Wobei das hier eigentlich schon wieder fast zu viel ist. Wie sieht's denn das Teil aus? Ich muss mal sehen. Wir können mal kurz nochmal die Hose angucken. Quatsch. Hier, irgendwie so was war das. Genau, nehmen wir sowas. Dann können wir nochmal kurz mal oben gucken. Welche Kombination können wir den Herren hier verpassen? So, genau. Dann brauchen wir die Schuhe nochmal anders. Die Schuhe. 6. Bumm. So können wir jetzt mal den Herren stehen lassen. Na? So, danke. Gut, das wäre so die schnelle Kombination, wo ich sagen könnte, ja, könnte ich mir vorstellen. Wenn es dann langsam wieder ein bisschen kühler wird, weil aktuell, glaube ich, habe ich auch ein bisschen weniger bei meinen Charakter, da habe ich ja mein eigenes, stimmt ja, der Hacker, mein eigenes Werbeshirt. Gut, in dem Sinne wünsche ich euch erstmal wieder alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund, lasst euch nicht ärgern. Und morgen sehen wir dann uns in der anderen Objektvorstellung. Da sind es ja doch 3 Folgen dafür geworden. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass die Klamotten jetzt doch so umfangreich waren, aber sie sind es doch tatsächlich geworden. Erstaunlicherweise. Ja. Tolles Outfit, gefällt mir. Gut, in dem Sinne euch allen da draußen einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund, lasst euch nicht ärgern und auf Wiedersehen.